Die Schweiz ist um eine Goldmedaille reicher. Martina Wick ist die frischbachene Restaurationsfachfrau-Weltmeisterin 2019. Und das, obwohl sie eigentlich in einem anderen Beruf eine Karriere machen wollte. Ich bin vieles geschnuppert, Konditor, KV, Augenoptiker und auch Koch. Koch war das Letzte, wo ich geschnuppert bin, und das hat mir einfach mega gut gefallen. Darum habe ich die Lehre als Köchin gemacht. Und dann während der Ausbildung hat mein Chef gemeint, würdest du nicht noch in den Service schnuppern? Ich würde voll gesehen in diesem Beruf. Und zuerst konnte ich mir das eigentlich nicht so vorstellen. Dann bin ich eine Woche in den Service gearbeitet und ich fand es mega lässig. Und dann habe ich die zweite Ausbildung gemacht im Service. Die 21-jährige Andwilerin hat vor einem Jahr an den Swisskills mitgemacht, dort den ersten Platz geholt und sich so für die Worldskills in der russischen Stadt Kasan qualifiziert. Um sich perfekt auf die WM vorzubereiten, hat sie diverse Praktika besucht. Vom Mentaltraining bis zum Barista-Kurs. Mitte August ist dann das Abenteuer losgegangen. Wir hatten zuerst ein Pre-Camp, etwa 3 Tage. Und sind erst nachher auf Kasan und in das Village. Und dann haben wir 2 Tage vor dem Wettkampf schon aufs Gelände, und ich war so nervös. Wir konnten alles schon anschauen. Und man hat schon mal alle Konkurrenten gesehen und alle Experten, und das hat mich mega beruhigt. Darum bin ich dann am ersten Wettkampftag gerne so verrückt nervös gewesen, erstaunlicherweise. Vielleicht ist es wegen ihrer Coolness, dass sie die weltbeste Restaurationsfachfrau geworden ist. Von allen Bereichen, die zu ihrem Beruf dazugehören, macht sie etwas besonders gern. Ich arbeite auch gerne am Geridor, das ist ein Beistelltisch, und dort Sachen zubereiten. Vielleicht hängt auch ein bisschen damit zusammen, weil ich zuerst Koch gelernt habe. Ich habe das Gefühl, es ist wie so ein Verbindung von diesen beiden Berufen. Mit der Goldmedaille im Sack macht das Arbeiten natürlich gerade doppelt so viel Spass. Nach dieser strengen und turbulenten Zeit in Russland gönnt sie sich jetzt eine kleine Auszeit.